Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Runde hier bei Big Ambitions. Ja, leider habe ich die letzte Aufnahme ein bisschen verdorben. Deswegen sind wir jetzt auch schon ein bisschen weiter. Ich habe es leider nicht mitbekommen. Es hat einfach komplett den Sound nicht aufgenommen. Ja, was ist passiert? Passiert ist Folgendes, und zwar haben wir uns ein Büro gekauft, sprich wir haben Oskar AG gegründet. Und zwar damit wir jetzt unseren Einkäufer auch uns organisieren. Ich habe auch schon die Stellenanzeige erstellt für unseren Einkäufer. Ja, so viel dazu. Das ist passiert. Ich muss selber jetzt erstmal gucken, wo stehen wir hier? Was sagt der Bissmann? Wir haben auch dort jetzt ein bisschen den einen Kollegen unsere Teilzeitkraft auf Schulung geschickt. Heißt, solange wieder nicht da ist, gehen wir ab 17 Uhr wieder ranklotzen. Wir haben noch ein paar teure Blumen am Start. So das Übliche. Hier seht ihr auch, so war der Tag gestern. Wir haben halt ein großes Problem noch im Kundendienst und ich habe noch eine Marketingkampagne erstellt für 2.500, die uns auch hier das Marketing komplett auf die 100% knallt. Wir haben immer noch ein Sauberkeitsproblem. Da werden wir jetzt auch in dieser Folge Abhilfe schaffen, indem wir uns eine Reinigungskraft organisieren. Und ich habe noch, also es ist viel passiert, noch ein abgerundetes Regal gekauft für unsere teuren Blumen. Also, wie gesagt, vieles passiert. Bisschen was wurde verpasst. Wir haben, wie gesagt, die AG gegründet. Auch da müssen wir noch mal schauen. Huh. Einkäufer. Mehrzweckstuhl. Stellen wir erstmal ein. Und hier rufen wir noch mal an. Und zwar wollen wir für Blumen eine Reinigungskraft. So, die haben wir. Keine Aufgaben. Das ist 100%. Wir haben jetzt Zeit bis 17 Uhr. Oh, viel zu tun. Wir fahren zum IKEA schnell. Zum, wie auch immer der Laden heißen möge. Weil unser Mensch braucht einen Arbeitsplatz. Wir sneaken uns hier am LKW vorbei. Genau, hier ist er nämlich. Huch, Vorsicht, der Krankenwagen. Natürlich auch, ich war jetzt ein bisschen auf dem falschen Weg unterwegs. So. Hier stehen wir gut, dann los, let's go, amigo. Haben keine Zeit, er braucht jetzt schnellstmöglich diesen Wagen. Ich weiß, wir könnten sie schulen, aber ich glaube, jeder Preis, den die jetzt erstmal schon raushandelt, ist besser als das, was wir jetzt haben. Wir brauchen den Tisch, wir brauchen den Komplude. Und den Mehrzweckstuhl möchte die nette Dame haben. Dann besorgen wir das. Wir brauchten noch irgendwas. Irgendwas war doch noch. Irgendwas wollte ich doch noch hier. Egal. So, das brauchen wir jetzt auf jeden Fall erstmal, das ist wichtig. Könnten uns das Zeug auch per Post liefern lassen. Schade, dass man den Wagen nicht mitnehmen kann, das wäre geil. Aber dann machen wir es wie in der Realität, lassen die Karre einfach hier stehen. So, dann auf ins Büro.
auf in die Homes AG. Oh, ich hoffe, wir sind jetzt hier richtig. Natürlich sind wir hier nicht richtig. Mist. Fahren auch einfach wie der Berserker. Völlig egal. Ich glaube, wir sind immer noch falsch. Ja, wir haben mehr Zeit. Ich glaube, wir sind wirklich komplett falsch. Dann müssen wir erstmal hier wenden. Okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall gleich Papiertüten. Wir haben noch bis 17 Uhr Zeit, also schon wieder direkt volles Programm hier. Nochmal kurz auf die Map. Okay. Beschleunigung hat der Freund jetzt auch nicht so krass, dieser coole Van. Jetzt heißt es hier sneaky-mäßig einparken. Ob wir was in der Fahrschule gelernt haben. Opa. Wunderbar. Haben wir den aber auch hier wunderbar eingeparkt. Sodele. Voilà. Ein Tisch platzieren. Computer platzieren. So, dann hier die nette Dame. Standard der Oscar AG. Hat die keine Aufgaben? Sie ist doch Einkäufer. Ah. Ich glaube, daran liegt's. Wir müssen nämlich an den Hafen. Wow, danke. Komm, fahrt doch. Ich habe keine Zeit. Let's go. Weil wir müssen jetzt zum Hafen, muss ich mal schnell mal gucken. Baller, scheiße, scheiße, scheiße. Pause. Das. Da müssen wir bitte einmal hin. Ich glaube, das war der richtige Laden. Also der richtige Importeur. Sorry, Mr. Krankenwagen, es tut mir sehr leid. Derzeit keine Aufgaben. Wieso hat die keine Aufgaben? Also ich würde jetzt vermuten, es hat jetzt mit dem Vertrag hier zu tun. Beziehungsweise lass uns nochmal in den Bitsmann gucken. Okay, die braucht wirklich erst so einen Vertrag. Aber da arbeiten wir ja dran. Jetzt wollte ich hier sliden mit Leertaste, aber das, dem war nicht so. Legal. Rein in den Ocean. Import. Der gute Import. Ich bin auch so doof. Wir haben ja gar kein Lager. Ach, ich bin so ein Dulli. Das habe ich ja ganz verknüttelt. Brauchen ja auch noch ein Lager. 70 Dollar.
$55. $92. Nein! Bitzmann, $76. 130, wird dann langsam auch teuer. 218. 156. Okay, wer war denn hier günstig? Der hier. Mietmann. Okay. Haben wir. Wähle einen Einkäufer aus. Okay, es ist gerade irgendwie ein bisschen buggy. Aufgabe. Eieiei, es wird halt immer doller. Aber wir haben es geschafft. So. So. Wir haben noch 26.000. Müssen mindestens, sagen wir, bestellen erstmal 500 und 500. Bestellen wir. So. Jetzt haben wir viel Zeit verdoppelt. Ich schaff's auch nicht, pünktlich zu sein. Okay, das läuft noch. Ich muss leider heute mehr arbeiten. Es tut mir sehr leid. Oh, wir kaufen noch ein paar Papiertüten, weil über den Tag kommen wir jetzt auf jeden Fall noch drüber. Ist das auch fertig? Trainieren wir jetzt hoch. Gib mir jetzt lieber einmal das Geld dafür aus und dann haben wir gut. Auch Ruhe. Okay, aber unsere Freude ist auf jeden Fall super angestiegen. Richtig, richtig geil. Weil ich fahre jetzt dahin, dann kaufen wir Regale für unser Lager und für unser Geschäft. Weil das sind die Grundpfeiler. Bremsen, Bruder. Zwei Tüten. Ist gar nicht auf die Preise geschaut. Ich hoffe, dass die auch wirklich besser sind. Aber es hat mir ausgerechnet, ich glaube, $11 hat mir irgendwann ausgerechnet. Und von daher würde ich sagen, sind wir jetzt auf jeden Fall hier selbst schon bei dem. Jetzt haben wir $7 für preiswert und $9,80 für teure Blumen. Das ist auf jeden Fall schon in Ordnung. So, jetzt fahren wir in welchen ausstatte? Ich glaube in dem bei unserem Geschäft. Ich glaube, das ist der richtige. Vollbremsung, rein in den Klötzer. Ich glaube, ich bin wieder 1
zu weit gefahren. Ja, natürlich. Entschuldigung, Herr Taximann. Entschuldigung. Aber wir sind immer noch bei 100%. Ich bin sehr stolz auf uns. Werbeentwicklung brauche ich nicht. Nein. Sneak mal nochmal schnell rein. Papiertüten gehen bald aus. Da brauchen wir auf jeden Fall bis 0 Uhr dieses Regal. Ja, Taxi. Haben wir Glück gehabt. Okay, ich wollte schon sagen, ich hatte schon Angst, dass wir es jetzt nicht schaffen. Hallo. Kaufen einmal das. Einmal das und ab zur Kasse. Jetzt haben wir gut auf die Kacke gehauen. Teure Blumen ist ausgegangen, ja, okay. So ist es halt leider. Können wir jetzt nicht ändern. Hier. Kaufen wir jetzt erstmal die 500 Stück von jeweils allem ein und schauen mal. So, sollen wir mal gucken, wo ist das Lager da? Eine Querstraße weiter. Eieiei, ein Hergerenne hier. Naja, teure Blumen sind jetzt aus. Tut mir sehr leid dafür. So, da haben wir das nämlich schon mal. Würde sagen, wir sind jetzt einfach mal smart und pennen einfach hier bis 0 Uhr 16. Haben 4000 Gewinn gemacht. Hier gleich das Zeug mitnehmen, wo wir gerade nämlich schon mal hier sind. So, dann haben wir 8 Kisten. Ich glaube, 3 gehen noch. Ich mich jetzt richtig. Genau. Wunderbar. Auch beauftragt für die Reinigungskraft. Dann sparen wir uns auch das jetzt nämlich. Das ist mir zu doof, da reinzuparken. So, dann können wir nämlich gleich nochmal putzen. Regale sind halt mega Gold wert. Weil da kann man nämlich gleich das auch da rein, muss das nicht alles von Hand selber da rein pflücken.
fällt er nicht auf. Ist ja komisch. Achso, weil da noch Sachen drinne. Ja, stehen nämlich noch Sachen drauf. Okay, alles klar. Ups. So, nochmal den Schwung jetzt hier rein. Sehr gut. Den parken wir jetzt mal kurz hier. Ein bisschen reinigen. Ich bin jetzt auf der felsenfesten Überzeugung, dass es unter der neue Mitarbeiter uns jetzt auch guten Umsatz generieren wird. Einfach, weil er gut geschult ist. Irgendwo fehlt natürlich wieder ein Millimeter. Keine Ahnung, morgen haben wir eh die Putzkraft. Okay. Halt. Ich bitte unsere Sackkarre wieder ins Auto, weil die brauchen wir. Dann gehen wir jetzt nach Hause, schlafen ein bisschen. Ist ja gar nicht mein Wagen. Vor allem ist der blau, meiner ist rot. Da rein den Schinken. So, jetzt gehen wir nach Hause. Schnabulieren was. Und gucken uns das Ganze mal an. Wir essen morgen früh was. Wir pennen so bis 9. Sehr gut. Vollzeit-Tante nehmen wir mit. Stefan Taylor ist am Start. Halt, wir essen noch was, bevor ich jetzt hier rausmarschiere. Ups. Wir haben 19.000, müssen jetzt ein bisschen Geld mal verdienen wieder. 280 von jedem am Start. Sehr gut. Sodele. Was könnte man noch Schönes tun? Hier gucken. Das Warenhaus. Haben wir noch 300 und 200 auf Lager. Das ist schon mal gut. Könnten uns hier mit dahin stellen. Cupcakes und Donuts. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Zwar nicht viel, aber weg damit. Ich weiß mich mal ein bisschen mit selbst zu, das schiebt man wie immer weg. Einfach ein bisschen Qualität hier bieten. Mach ein paar Stündchen jetzt hier mit. Weil ab wie viel Uhr sind wir eh hier? Ab 17 Uhr. So eine kleine Mittagspause machen. Nur sonst haben wir ja eigentlich nichts zu tun aktuell gerade, außer ein bisschen Geld. Wir müssen ein bisschen Geld erstmal ran schaffen.
Laden leer, unsere geliebten Kunden. Ich heb das jetzt mal auf. Was gibt's hier Schönes? Wir gönnen uns mal was. Hier so ein Croissant. Smart. Ah, deswegen hat unser Laden auch so gut funktioniert, weil wir direkt nebenan auch einen Bäcker hatten. Also kann man doch gar keine Gewinne machen. Verstehe ich nicht. Die Schlange steht bis zum St. Nimmerleinstag. Also das ist noch ein bisschen broke irgendwie. Das dauert halt viel zu lange. Hauen wir uns mal nebenan mal ein kleines Croissant. Jetzt schlafen wir mal noch bis 1/2 Stunde ein bisschen schlafen im Auto. Das belebt die Sinne. Und dann weisen wir uns selber zu. Unsere Teilzeitkraft. Das ist aber zu wenig. Wir kriegen den nur auf 28 Stunden die Woche, weil wir keinen freien Tag haben. Müssen wir uns auch mal überlegen, ob wir da vielleicht irgendwie so einen Dienstag, müssen wir mal gucken, welcher Tag am wenigsten Umsätze bringt. Jetzt sind wir also 5 drauf, wir haben jetzt eh die 100% Kraft. Da würde ich sagen, jetzt nehmen wir hier unseren anderen. Schicken wir jetzt aufs Training. Ja, sonst, was haben wir sonst zu tun? Jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Cash Mesh. Jetzt haben wir auf jeden Fall günstigere Waren. Wir könnten uns mal einen Computer kaufen. Ich will jetzt erstmal wieder mal so auf die 30.000 erstmal hoch spekulieren. Pennen wir mal bis 7 Uhr. 4.000 Dollar. Muss jetzt eigentlich immer die 2.000 mit draufrechnen für das hat sich schon verbessert. Oh, ich habe schon wieder keine preiswerten Blumen mehr. Jo, dann würde ich doch sagen, haben wir überhaupt welche? Wir haben welche auf Lager. Wir nutzen jetzt die, vielleicht noch was. Ah, komm, wir frühstücken wieder bei unserem Bruder nebenan. Soll der Geiz. The Rose Inc. hat offen für uns. Das ist so wack. Warum sind die alle vor mir dran? Ob man sich da auch hinsetzen kann?
Das hat sich aber gelohnt. Hammer. Ich dachte, wir sind jetzt hier voll für 3 Dollar. Da gehe ich ja. Was ist das denn? Wo ist das Warenhaus da hinten? Eieiei. Oh, jetzt bin ich davor geknallt. Hab's am Anfang der Folge noch prophezeit, dass wir ja noch gar keinen Unfall gemacht haben. Aber dann müssen wir auch gleich schon wieder nachbestellen, wenn wir solche Umsätze fahren. Scheiße. Uiuiui, das ist schlecht. Das ist schlecht. In den Tag noch absolvieren. Ah ja, das war jetzt natürlich wack. Weil ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass der Laden überhaupt nicht aufgeht. Also das ist sehr schlecht. Das muss ein Manager auf dem Schirm haben. Immer, dass ein Laden auf und zu geht. Ja, was denn? Bruder, ich parke ein, siehst du doch. Steht jetzt dein Problem nicht, du Hayopai. Muss man dann noch mal schnell nach Hause eiern. Bis 14 Uhr schaffen wir das. Ja, das lassen wir jetzt im Auto. Das filmen wir dann später auf. Gehen wir einmal jetzt schnell nach Hause. Zerren uns schnell was zu essen rein. Dann bestreiten wir diesen Tag jetzt noch fertig. Und dann haben wir es auch schon für diese Folge geschafft heute. Sind jetzt nicht unbedingt viel reicher geworden, haben aber einiges geschafft heute. Das muss man jetzt auch einfach mal deutlich sagen. Wie gesagt, wir haben jetzt das Unternehmen gegründet. Wir haben ein Warenhaus. Wir haben Regale gekauft heute. Also alles, was das Herz begehrt. Jetzt schlafen wir noch ein bisschen. Bar. Der Kollege hat Feierabend. Wir werden das jetzt hier bis zum Ende rocken. Ware haben wir genug. Wir können mal gucken, ganz kurz, ob wir jetzt hier gerade beim Testen sind. Dass hier alles nochmal einen Dollar anheben. Und ob sich jemand beschwert. Wir müssen natürlich unsere Fixkosten decken. So. Weiter trainieren. Ciao. Das ist natürlich hier auch der heiße Shit, dieser Laden.
ching, so höre ich das gerne. Ching, 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 ching. Ching, 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 ching. Alter, was geht hier ab? Schade, wir haben schon geschlossen. Machen mal 600 von jedem. Einfach nur, dass wir was da haben. Was sagt jetzt hier unser Inventar? Ja, teure Blumen sind schon wieder Mangelware. Ich glaube, hier hat man doch noch welche im Auto. Die reißen uns die Ware förmlich aus den Händen. Und wir müssen nicht mehr putzen. Das ist auch wichtig. Am nächsten Morgen kacheln wir das dann wieder ran. Noch am Anfang werden wir das selber machen. Und dann werden wir uns auch einen Lieferanten organisieren, der uns dann die Ware immer reinfüllt. Da kommen wir dann zu den nächsten logistischen Fragen und Themen. Wie viele Stückzahlen müssen wir jeden Tag hier reinsetzen, etc. pp., um das Ganze zu automatisieren. Jetzt gucken wir uns nochmal die Umsätze an des Tages. So, 6000 plus 2,5 haben wir ordentlich was erreicht. Allein wir haben 12.000 gemacht. Gehälter. Marketing ist halt wack teuer. 12.000 Euro Umsatz und reinen Gewinn davon 6.000. 1000. Hammergeil. Das läuft. Gut, wir könnten jetzt vielleicht mal hier noch anfangen, hier die Kredite wegzukriegen. Dann kriegen wir nochmal 80 Dollar pro Tag. Haben 10.000 jetzt nochmal ausgegeben für Ware. Was haben wir davor? Hat man 8000. Ja, wir brauchen uns halt auch. Sift hat nichts. Wenn wir 10.000 machen, an einem Tag schon 6. Da haben wir an einem Tag eigentlich ja schon so gut wie unsere Kosten für die Ware drin. Alles, was wir dann drauf machen, ist purer Gewinn. Also Gewinn, Gewinn. Ja, geil. In dem Sinne würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschö mit Ö.